Ich hatte heute Morgen kurz mit André gesprochen. Er hat gesagt, auf der Etappe brauchst du auf jeden Fall ein Riesenteam. Also insofern perfekte Leistung von euch und perfektes Finish von André dann. Okay, am Ende waren wir noch zu dritt vorne. Aber manchmal reicht das halt auch, zu dritt da zu sein. Etix Quisse hat halt, sag ich mal, mit 3-4 Mann vorne schön Tempo gemacht. 3-4 haben dann halt hinten auf den Sprint gewartet. Und ja, manchmal klappt es auch, wenn man nicht mit so ganz so vielen da ist. Aber ja, hat super geklappt. Wie war es unterwegs? Ist vorher viel darüber geredet worden, unglaublich nervöse Etappe. Dann kam das Wetter noch dazu. Wie war es mit dem Wind wirklich? Zwischenzeitlich war es halt richtig böig. Aber dann, wo der Regen kam, fand ich den Regen ein bisschen störender wie den Wind. War jetzt kein, also meiner Meinung, ich habe jetzt nicht so viel Windkante gefühlt. Vielleicht war das so die Kombination, ein bisschen auf der Kante fahren, der Regen und alles drum und dran. Aber ich weiß nicht so, dass ich, ja, dass mir das Vorderrad, der Wind mein Vorderrad weggezogen hat. Das war irgendwie so die Kombination von dem schlechten Wetter und ein bisschen Wind. Zweite Etappe, erster Sieg. Inwiefern nimmt das auch so ein bisschen Druck vom Team? Könnt ihr ein bisschen befreiter jetzt fahren in der ersten Woche? Auf jeden Fall ist es halt schön. Wir wollten halt das Ding, die zweite Etappe, wenn es geht, gewinnen. Weil dann so ein bisschen der Druck natürlich weg ist. Aber nichtsdestotrotz werden wir halt die nächsten Etappen, sag ich mal, wo André gewinnen kann, natürlich nutzen auch. Ist jetzt nicht so, dass wir jetzt sagen, okay, wir haben Etappensieg, wir halten uns da mal raus oder lassen die anderen, sondern alles schön, wir haben jetzt weniger Druck und ich würde jetzt nicht sagen, die anderen müssen, aber wir haben schon mal einen Treffer da gelandet. Marcel, wie wichtig war es, das Ziel zu kennen? Du hast gesagt, ihr habt euch die Etappe angeguckt. Kevin ist sehr früh gegangen. Okay, da stehen ja immer die Metermark-Angaben am Straßenrand. Von daher hat mich ein bisschen gewundert, dass er so früh gegangen ist, aber okay. Man täuscht sich auch ein bisschen, wenn jetzt nur eine Straße nur geradeaus geht und man hinten das Ziel sieht. Vielleicht verschätzt man sich da ein bisschen oder ist ein bisschen nicht zu übermütig, will ich nicht sagen, aber denkt, okay, ich fahre jetzt mal, das passt schon. Und merkt dann aber auch, vielleicht doch ein paar Meter zu viel. Aber in so einer Situation kannst du dann auch nichts machen, wenn du einmal losgefahren bist. Muss es halt durchziehen und die haben es aber gut gemacht, muss ich sagen. André war halt am Rad, hat ein bisschen gepokert, gewartet und ist dann halt zum richtigen Moment raus. Okay. Wann wusstest du, dass es lang wird für ihn? Erst wo er die Arme hochgenommen hat, weil von hinten sieht das immer so sehr knapp aus. Ich weiß gar nicht, wie klar es war oder nicht. Ich habe bei Sagan noch rechts kommen sehen und habe dann halt nur so ein bisschen, wie ich das immer so mache, gebetet und dann wurde so, sag ich mal, die Arme hochgenommen hat oder den Arm, dann habe ich dann auch gefeiert. Vielen Dank, feiert schönen Abend. Ja.